Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge von Ostriff. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind noch fleißig am Bauen. Wir haben das erste Ziel, um Winter die Häuser alle stehen zu haben. Tea Tree, was heißen so? Schilfmacher oder so, weiß ich nicht. Wird bald stehen. Das erste Haus wird auch bald stehen. Wir haben die neuen Häuser platziert. Die werden hier rechts und links stehen. Ja, hier hinten wird die Farm hinkommen. Und hier so die ganzen Handwerkshütten. Mal schauen, ob das soweit klappt. Sobald die Hütten weg sind, kommen hier natürlich auch noch so ein Viererblock Wohnung hin, dass sie so ein bisschen verteilt sind. Die Karren habe ich alles schon hier reingepackt. Mal schauen, ob wir hier schon Demolition. Ja, können wir schon demolieren. Brunnen werden wir hier hinpacken. Ne, hier hin. Eigentlich so dazwischen. Irgendwann steht er ganz gut. So, dann haben wir zwischen den Hütten schon mal Wasserversorgung. Hier hinten kommt noch eine Wasserversorgung hin. Sehr schön. Ja, sonst können wir jetzt erstmal nicht so viel machen. Wir lassen ja schon auf zwei laufen. Hier unten fehlt erstmal nichts, wie es anhört. Ja, da klappen wir wieder. Ja, da hinten der Blick auf die erste Hütte. Hier stehen sie noch am Feuer oder sitzen, besser gesagt. Er könnte jetzt fertig werden. Dann können wir da einen auf jeden Fall rein. Oh, okay, das wird nicht fertig. Jetzt hat er kommt noch was sagen. Gut. Und der Arbeiter kommt auch schon. Okay, ist fertig geworden. Sehr gut. Das stellen wir einen Arbeiter ein. Das ist einfach fürs Teach, dass wir es bekommen. So, dann haben wir gleich die erste Hütte hier fertig. Ich hoffe, die gehen damit auch alle gut um mit den neuen Hütten. Ich würde sagen, Wege bilden sie noch gar nicht, aber doch, doch, hier sind alles Wege. Hier sind schon Wege, die sich bilden, obwohl das Haus noch nicht bezogen ist. Geht schon da. Gut, kommt an. Sehr schön. Ja, ich glaube, es war ganz gut, dass wir die Hütten, die Wagen hier hingestellt haben. Jetzt bringt er die dahin zurück und dann. Das ist so. Er haut jetzt hoffentlich das andere auch noch rein. Ja. Sehr schön. Das erste Haus ist fertig. Es steht. Und es stinkt und qualmt. Vor allem, was ganz süß ist, sind die ersten, der Baum halt, so klein wie die noch sind. Und dann. So, das war der erste Bezug hier. So. Wood und Firewood, okay, dann können wir die alle entlassen erstmal, also zwei Stück hier rausnehmen. Wir können dann mit in den Bau gehen, wir haben ja Holz. Solange hier Hütten, Wagen noch stehen, ist eigentlich genug zu tun. So, genau, der macht Teach und Read hat er da. Dann würde ich gerne den letzten noch dazu nehmen. Ist ja auch hier auf der Ecke. Ja, noch ist es ein bisschen entspannter, aber
Irgendwann haben wir halt Landwirtschaft und. Und dann müssen wir dann schon ein bisschen besser planen. Kommt noch und Wood kommt noch einer. Die haben auch noch genug da, also von daher dürfte es eigentlich jetzt durchproduziert werden können. Beach muss auch noch kommen. Hier oben das Stroh, ne? Aber jetzt fehlen wieder die Arbeiter hier. Klee kommt auf jeden Fall fleißig ran. Ja, wir haben auch schon die erste Hütte verloren, das erste Zelt, besser gesagt. Kennt ihr schon, ne? Noch ziemlich vom damaligen. So, jetzt haben wir hier. Ja, fünf Teacher, das ist natürlich gut. Hier oben. 14,2, das ist. Ja, da hat man halt den Gesamtüberblick, was wo ist. Einzelner Rohstoff, den wir zurzeit fördern, ist Teak und Wasser. Und natürlich auch Klee. Aber der ist doch gleich ist hier auch die Hütte letztendlich oder der Bunker, der hier steht. Haben wir aber bis jetzt noch nicht leer bekommen, also ich noch nicht. Daher brauchen wir da keine Angst haben. Das müssen wir sehen. Wir haben Mai. Die Hütten werden gebaut. Ich weiß nicht, wo dran es immer. Teach ist da. Kann rein theoretisch schon weitergebaut werden am nächsten. Wood, wood, wood. Das wird jetzt fertiggestellt, hoffentlich. Sehr schön. Die zweite Hütte steht. Ja, und die sieht schon wieder ganz anders aus, ne? Wie ihr seht. Sehr schön, da hinten fangen sie an. Mit den Hütten. Gucken, was haben sie alles da? Ja, Wood kommt noch. Ne, jetzt haben sie da. Klee haben sie einmal da. Holz kommt auch. Ja, die wohnen schon glücklich. Da dampft auch schon schön aus dem Kamin. Für unsere anderen sieben Familien müssen wir noch was fleißig bauen. Ich bin also aber sehr zuversichtlich. Wir haben jetzt eigentlich alles fertig. Features produziert. Holz wird produziert. Man merkt, wie der Wald schon zurückgeht. Schon noch ein Baumstamm sogar. So, ist alles fertig? Wo? Ach, der Brunnen, den haben wir fertig gemacht. Okay. Ja, wenn sie da Wasser ja, schöpfen. Noch lassen wir es hier auch stehen für die Zelte natürlich. Okay aus, finde ich. Wird langsam, ne?
es fertig wird. Ich glaube, der Teacher ist noch nicht da, also der fehlt auf jeden Fall noch. Lee kommt an. Baut wieder, oder? Ja, zwei Stück sogar. Lee kommt auch wieder an, das ist sehr gut. Nur mit Nägeln können die halt auch nicht viel machen, wenn kein Holz da ist. Okay. Das ist ja wieder abgehauen. Holz ist auf dem Weg. Teach ist da, sehr schön. Das ist meistens so der Abschluss dann. Die Frage, ob er noch genug Energie hat, das beenden hier. Aber wir sind zu zweit. Nein, bin ich zuversichtlich. Nur noch allein. Eins. Zwei. Sieht auch wieder anders aus. Oh ne, doch nicht. Das ist eher. Ja, so wie das hier, ne? So ein bisschen. Viele Bäume im Garten und Gebüsche, besser gesagt. Nebenan ist auch schon Klee. Das ist gut, dann kann es direkt losgehen mit der Grundsteinlegung. Das ist auch schon Klee. Aus mit Holz, ja, ist genug da. Machen wir so. Haben wir hier auch genug? Ich denke mal, wir haben genug, ne? 18 Jahre. So, dann können wir jetzt alle bauen. Nägel sind da, ne? Ja. Nägel haben wir noch. Okay, 850. Das heißt, wir müssen dann mal schauen, dass wir jetzt schon uns entscheiden. Wenn wir hier. Ne, jetzt ja. Aber den werden wir auch erstmal natürlich. Der kommt dann hier hin. Ist noch kein Arbeiter rein. Okay. Immer noch 15, alles gut. Noch bei 18 Teach. Feuerholz ist genug da. Oh, 12 ist zu viel, ne? Da reserviert wird, aber dann können die wenigstens alles rumbringen. Wir sind bei 23 Leuten. Dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Das ist der Nachbar, der das baut. Auch sehr gut. Konnte sich dann ausruhen da. Mal schauen, hier Bänke haben wir hier.
Hier. Denke. Hier dann auch, dann können die sich nämlich ausruhen. Durch. Super wichtig. Andere Seite machen wir so. Nur das. Okay, hier ist schon. Dann haben wir es auch ein bisschen sitzen können. Sehr schön. Direkt fertig. Hier vorne nochmal. So, ja, hier kann das so. Direkt. Ja, zum Ausruhen ganz wichtig. Ich hoffe, der macht es jetzt fertig. Ah, okay, Cheat Sheet noch. Er wird es noch nicht fertig machen. Gut, komm nochmal, okay. Bin sehr gespannt, wie sich das hier entwickelt. Ja, der Patch 6 ist gestern veröffentlicht worden. Oder heute, kann sogar heute sein. Ich habe es heute Morgen gedownloadet. Hat es am Wochenende gelesen auf, ich weiß nicht auf welcher Plattform, ob es Facebook war. Deswegen dachte ich, dann warten wir noch. Ich wollte Donnerstag schon anfangen, Folgen aufzunehmen, aber so könnten wir direkt mit dem neuen Patch neu beginnen. Sehr schön. Und ich der letzte, dann kann ich jetzt hier hinten anfangen mit Continue. Nämlich da schon mal Sachen hinbringen. Wir laufen so da hinten lang. Das ist gut oder nicht? Je nachdem, wie man es nimmt. Und überall alles hin. Haben wir Nails. Erwartet wird noch Clay. Was ist noch alles drin hier? 18, 15 Teach, das passt. 3 braucht man, das sind 5 Häuser. Wie die Ameisen laufen sie. Aber wir haben auch auf Stufe 2, ne? Es ist mittlerweile Juli. Dann Essen. Brauchen wir erstmal noch nicht denken. Alles für Essen werden wir dann im Winter aufbauen. Denk mal mit einer Farm. Peach ist noch nicht da. Ist auch schon, holt schon fast ein, ne? Gut, Nähe. Oh, Nähe. Wenn hier auch erstmal nicht nachforsten. Ja, alles ein bisschen außerhalb ziehen. Auch hier werden wir noch abforsten. Und dann werden wir hier hinten, denke ich mal. Ich denke mal, dass das unser Hauptforst werden wird. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Jetzt fängt er hier wieder an. Nee. Auch Holz noch ein bisschen. Viel, ne? Ich dachte, wir brauchen nicht mehr so viel. Ich denke mal, jetzt Teach können als nächstes. Da ist noch nicht alles da. Dann hauen die wieder ab. Zack, zack, wieder nichts da. Nichts da.
Kann ich abbauen. Ja, und dann werden wir mal speichern. Und mit den Bildern verabschiede ich mich von euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen da und schaltet morgen wieder ein. Bis dahin um 16 Uhr, ne? Tschüss.